Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Terraria mit dem Retro TV. Hi, so, ich mach die Insel unter unserem Dreckshaus da mal weiter. Ja. Damit es schöner aussieht, das ist doch scheiße. Das ist einfach. Ja, ich hab mich angestrengt, ja. Das mit dem Turm und so ist schon das höchste der Gefühle, glaube ich. Das mit dem Turm war mega cool, das hat mich richtig gefreut zu sehen, ne? Und da kommst du mit so einem Dreckshaus in der Luft. Ich meine, es ist ein hübsches Einfamilienhaus, ne? Wo keiner einziehen würde. Whatever. Egal. Aber wir brauchen einfach Platz für NPCs, das ist halt. Ist korrekt. Da machst du nichts. Ah, ich hab sogar Bomben. Cool. Okay, ja, dann ist das easy mit den Klaus. Wobei, warte, die Explosion ist ziemlich groß, ne? Ja, ich hol mir doch hier die Dinger, ne? Klaus. Die Klaus-Blöcke, Alter. Hier, ja, die Klaus-Blöcke. Wer kennt die nicht? Klaus! Das Kind von Lampi. Ja, stimmt, genau. Der verschollene Sohn. Ja. Ja, du wolltest nie Gärtner werden und hast dich nicht um die Pflanzen gekümmert, jetzt mache ich das. Okay, super. Wir können Fanfiction. Aber du hast die ganzen werden, oder nicht? Du hast die ganzen Seeds noch, oder? Ja. Gehört bin ich zu. Was? Fanfiction? Wir könnten Fanfiction-Schreiber werden zum dritten Mal. Nee, das macht Dorian. Okay. Nee, ich hab gedacht, Mopo bereit. Auch. Ach du Scheiße. Ja, du bist da oben. Ach ja, Klaus, genau, Klaus. Ich gehe einfach nochmal runter und guck nach dem Goblin. Mach das. Wir brauchen den Engel. Twitter macht gerade Handy, macht Miep. Boom, boom, bam. Die trägt boom, mich gerade auf, weil ich nachgucken möchte, was es ist. Autsch. Egal. Ja, Fell. Ja, gut. Ja, ne? Fallschaden hast du auch kennengelernt. Willkommen. Ja. So. Boah, ich will gar nicht wissen, wir müssten mittlerweile vom Aufnahmepunkt irgendwie 2-3 Monate vielleicht schon weg sein, oder? Ist korrekt. Und unsere Aufnahmezeit so ist ungefähr so 3 Wochen. 3 Monate, 3 Wochen, das ja, ist doch alles gar kein Unterschied. Also wir haben heute den 3.6., oder? Ja. Okay. Ja, jetzt den 4., ne? Oder? Was? Ah ja, klar, jetzt den 4., logischerweise. Nee, 1 Uhr, ne? Nö. Mhm. Und das ist richtig. Genau. Genau. Ja, krass. So, okay. Ich komme wieder nach Hause. Hast du was zu essen gekocht? Nö. Ja, scheiße. Nee, ich falle gerade. Den Ehevertrag, achso, du fällst gerade, super. Der wird auf jeden Fall aufgelöst, ne? Nö. So. Oh mein Gott, dieses Haus in der Luft. Ich komme da immer noch nicht hinweg. Und da ist einfach schon jemand eingezogen. Ah, komm, aber so, es geht schlimmer. Das ist schon das höchste der Gefühle, ja. Also, ist es. Ich werde dir nichts so anfangen, ein schönes Haus hier zu bauen. Also, ohne. Das andere ist alles schön geworden, ne? Aber. Naja, es ist im Endeffekt auch nicht viel besser als das erste Haus, ne? Nur mit dem Unterschied, dass es dunkel ist, kahl aussieht, vor allem auch kalt. Ja, bist du halt Granit. Das ist in der Luft. Ja, aber es muss ja in der Luft sein, weil Gründe. Welche Gründe hast denn du? Keine Ahnung. Scheiße, ne? Damit alles kompakter ist, damit unsere Welt schön zusammen ist, unsere Heimat und nicht so weit gestreckt ist. Alles klar. Genau das, so ja. Ist aus dem Quantumgarten. Alles klar. Ja, Paulanergarten und so. Hey, okay. Gut. Und so, genau dasselbe werden wir jetzt nochmal mit Marble machen, nicht? Aber. Bitte nicht. Ist da ein Häuschen? Nein. Ja, da ist tatsächlich ein Häuschen. Mit einer Eiskiste und einem. Wow, einem Eisboomerang, einer Eismaschine, einem Eismirror, einem. Ernsthaft? The fuck, Alter. Ein Eisboomerang, 17 Schaden, ne? Brauchen wir jetzt nicht mehr. Schade, dass wir das nicht früher entdeckt haben. Echt krass, lol. Und achte immer auf die Anzeige rechts, ne? Bezüglich. Gut, dass du es gesagt hast. Bound Goblin, wo ist er? Ach du Scheiße. Ich hab Hex. Hä, wo ist er? Wo ist er?
wenn ich jetzt nach links gehe? Ist er links irgendwo? Weil da geht die... Nein, no rare creatures. Bound Goblin. Okay, er ist rechts irgendwo. Bitte sag du... Bitte nicht wieder verlieren. Daumen, bitte. Daumen, Daumen. Ich seh ihn. Oh mein Gott, ja, 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 komm. Nach 20.000 Jahren. Oh mein Gott. After 10.000 years, I'm free. It's time to conquer Earth. Wer hat denn die Anspielung? Ja, ja. Yeah. Ah, wir haben ihn. Nice. Bleib mal kurz im Geist. Tippe mich zu dir. Nein! Nein! Verschwende ja, keine Potion dafür. Der zieht doch eh gleich oben ein. Ja gut. Slime is falling from the... Nice. Ja, das nützt ja nichts, oder? Wobei, der Boss, oder? King Slime. Ja, den können wir jetzt auch mal ficken. So okay. Nachträglich. Droppt der irgendwas Gutes? Ja, den Slime als Pet, als Mount. Ist so nice. Ich kaufe Rocket Boots für uns beide, ne? Stimmt, kannst du kaufen? Ja, ja, klar. Ja, deswegen wollte ich mich... So, und den Tinker Table, also das wichtige Hammer. Tschüss, Goblin, du ziehst jetzt irgendwann bei uns ein. Yay! Gut, das Rexhaus da oben ist schon... Rocket besetzt. Boots für dich. Ich kombiniere meine. Kombiniere. So, da so, ist die Kombinier-Station. So, kombinieren. Spectre Boots, wo seid ihr? Da, Spectre Boots. Und... Plus 4 Defense, holy fact. Holy fact. Jetzt hab ich, so, ich hab mal 30 Karten Defense, Bottle. Woher kommt das denn auf einmal? Ja, Cloud in the Bottle ist unnötig, ne? Erstmal. Wenn du meinst. Ja, oder nicht? Weiß nicht. Oder deine Entscheidung, ne? Ja, ich meine, gut, wenn ich jetzt die Dinge habe, ne? Die Rocket Boots. Ja, ich behalte es auf jeden Fall. Achso, ich kann ja jetzt das mit dem Ballon auch noch kombinieren, richtig. Warte mal, den hab ich sogar, krass. Ja, du kannst direkt das Dreifach-Item machen, ne? Mit welchen? Also, erstmal Ballon und Cloud in a Bottle zum Dingens und dann nochmal das Rufeisen dazu. Ja, wo mach ich das? Na, da am Tinker-Table, du stehst doch sogar da. Ja, ja, so, zack. Und dann noch das Rufeisen. Wo ist es? Blue Horse, okay, nice. Ja. Ja gut, jetzt habe ich auch wieder Doppelsprung, ne? Krass. Ja, ist nice, ne? Alles in einem Item jetzt, das ist sehr geil. Guck dich das mal an. Koch, du Scheiß, das ist gut. Ja, Progress. Ja, ja, klar. Und diesmal ist er sogar aufgenommen. Von ja. Mir. Yay. Oh, King Slime wird so witzig, wir zerficken ihn. Ja. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Genau, ich bin aber echt froh bezüglich meines Aufnahme-Fails vor jetzt einigen Parts, dass da außer halt der Bossfight gegen Brand of Cthulhu nicht so viel passiert ist, ne? Ja. Und das mit dem Bossfight, das ist ja bei dir, ne? Genau. Das ist ja klasse, das ist super. Oh, das ist ein Pinky. Yay, huhu, Pinky. Der ist so klein, ich schieß drüber. Ich hab also, ich getroffen. Ah, 3 Gold gedroppt, nice. Ach, du hast eh noch keinen Nest. So. Okay, wann droppt der? Der Slime? Ich glaube, 100 Slimes muss man töten oder wie viel? Ach, ich weiß nicht. Man muss einfach weiter Slimes töten, dann spawnt er. Yay, huhu. Ich schieß einfach wahllos irgendwo hin. Ja, also. Richtig, ne? Ach, hier ist es sogar der Fischer. Ja. Oh, Slime-Banner. Ja, kann ich aufhängen. Krass. Oh, lass mich doch... Sogar gleich eine andere machen. Ich meine, gut, kann der irgendwas Gutes abgeben? Der Dude? Der Fischer? Ja. Ja, die Angel-Quests sind halt ultra langweilig, weil Angeln... Da passiert halt überhaupt nichts. Klar, es gibt coole Quest-Rewards nach vielen Quests und man kann pro Tag nur eine Quest machen und... Aber das lohnt sich nicht. Okay. Leider. Zum Schluss, ja? Ja, okay. Je nachdem, ne? Ey, warte mal kurz, was fällt da gerade im Hintergrund? Das ist doch, das sind Slimes, ne? Achso, ja, der Hintergrund ist halt animiert mit den Falling Slimes, ne? Slimes, ich wollte gerade sagen, das regt. Okay, so, okay. Wann spawnt der Wichser denn endlich mal? Würde ich auch gerne wissen, ne? Dann ist klar. So. Zack, weg. Zack, weg, never come. Ah, okay. Endlich. Wenn wir vom Teufel sprechen. Wenn wir vom Teufel sprechen. Da hinten ist er. Ich hasse das, ich hasse diese Attacke. Ich weiß doch, an einem Mal, als ich den Boss im Singleplayer besiegt habe oder besiegen wollte, hat er sich irgendwie so hart weggebackt, dass er dann despawned ist. Irgendwas war da, ich weiß echt nicht mehr was. Ja, Sachen gibt's.
Der war auf einmal irgendwie in einem Dungeon oder so gewesen, in dem Untergrund. Der tippt sich ja weg, ne? Weißt du, glaube ich. Ja, ja, der macht so. Genau, genau. Der verkleinert sich irgendwie und dann kommt er wieder. Und genau wie jetzt. Und dann habe ich ihn nicht mehr gefunden und dann war er hinterher weggelöst. Voll sad irgendwie. So, komm. Ja. Alter, wie wenig Schaden der macht, das ist krass. Ja, da ist halt auch der erste, also der very first Boss wirklich so eigentlich. Je nach, na, obwohl, je nachdem, wie man es macht. Aber er zählt halt zu den ersten Bossen noch. Ja. Ich nehme gerade richtig viel Schaden gegen. Kann es sein, dass er stärker wird? Der wird stärker, kann das sein? Ach du, ich sterbe gerade an ihm. Ah, nee, alles safe. Alles safe. Ich habe Treasure Bag. Lord, was? Naja, klar. Was? Da kann auch einiges drin sein, aber ja. Oh, ich habe den Slimy Saddle. Nice. Mount, was? Da. Hui. Ich leider hui. Nicht. Doch, hui. Doch, Royal Gale. Hui. Royal Gale, ich hab's. Ach, Royal Gale ist aber was anderes, ne? Das ist der Expert-Mode-Drop, den man sowieso kriegt. Slimes become a friend. Ach du Scheiße, fuck. Ja gut, ich hab's nicht gemerkt. Ist auch nicht so wichtig. Du fällst halt schneller damit, ist für einen Elevator ganz nice. Okay. Guck mal, was ich habe. Was? So, warte mal. Warte, guck. Ach, den Slime-Hook, ja. Also ist der besser als mein jetziger? Nee, oder? Nee, der hat halt nur 3 und ist kürzer, aber wir kriegen bald eben einen Dschungel-Hook. Ich hab eine Slime-Pistole, die nix macht, außer witzig aussehen. Das sieht so behindert aus. Oh, geil. Oh. Was? Abgespritzt, oh, scheiße. Was? Solidifier. Solidifier-Hammer. Wir können jetzt auch Slime-Möbel machen. Quantum Gun Sexual. Sexual. Ja, Sachen gibt's, ne? Eis... du hast ja einen Mirror, ne? Ja. Ja, dann kann man den Eis-Mirror verkaufen. Ja, die hat keinen Shop. Da ist ein Grabstein. Mhm. By the way, ich habe jetzt hier Used to Craft Objects Solidifier, wie er heißt. Genau, ja, Solidifier. Genau, den habe ich da auch schon gestellt. Achso, den hast du doch schon hingestellt. Wo? Lol. Da oben direkt. Ach, da oben. Das Haus ist vollgestopft hier schon, ne? Ich sehe einfach gar nichts mehr, ne? So unübersichtlich. Wo packe ich den denn jetzt hin? Keine Ahnung. Ach komm, pack ihn hier hin. Hi. So. Quickstack. Okay, nice. Das Royal Gale kann ich wegwerfen, oder? Wobei, nee, das lasse ich mal. Ah, weiß ich nicht. Ach halt, wir haben schon eine Eismaschine. Ups. Ich habe gerade die Eismaschine aufgestellt, aber wir haben schon eine. Soll ich das Ding wegwerfen? Welches? Den. Wie heißt er hier, da, Royal Gale. Kannst behalten, wenn du möchtest, aber... Ja, wofür, ne? Eben, also ich... Ich sehe gerade, ne? Das ist so cool, dass wir beide einfach so einen Luftballon haben. Ja. Yay, wir sind Kinder. Ah, Royal Gale. Ich meine, ich benutze das eh nicht. Es gibt so viele bessere Items. Und das für 2 Gold und 64 Silber, na, verkaufe ich. 2 Gold, okay. Verkaufen los, zack. Okay. Piggy Bank, wo bist du? Da bist du. Hier sind so viele NPCs und Sachen, ne? Ist alles so vollgestopft mit bunten Pixeln. Ja, ich sehe meinen eigenen Charakter manchmal gar nicht mehr. Ja, Solidifier können wir, ja. Extract den halt, aber halten wir mal. Ach, shit, ich hab einfach Deposit All. Oh Gott, nein. Drückt. Oh, das ist mies. Zum Glück war das halt nur in der Piggy Bank, ne? Ja. Deswegen, das war noch relativ Glück jetzt, würde ich sagen. So. Das kommt weg. Was kann denn noch weg hier? Blue Slime Bananen, die können nochmal hier irgendwo gepflanzt werden. Ja, wenn, dann verteile sie wenigstens ein bisschen, dass die Range auch so ist. Ja. Aber ist ja im Endeffekt, wir haben so viele. Das ist echt so. Und das werden auch auf jeden Fall nicht die letzten sein, definitiv nicht. Zack. Ja. So, die Kisten. Ich habe sogar noch 2 Kisten. Guck mal, die kann ich doch mal. Zack. Wir haben eine Kistenkiste übrigens, wo ich schon ganz viele neue Kisten gespeichert hatte, aber egal. Krasser Scheiß. Ich bräuchte. Ah ja, ich tue hier einfach mal Stuff rein. Der sich so nicht gequickstackt hat. Scheißegal. So. Nein, okay. Sie ist falsch geplaced. Schneller mit deinem Mount, oder wie ist das bei dir? Was?
Bist du schnell mit deinem Mount? Nein, 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 das auf gar keinen Fall. Das ist halt nur wegen dem Hüpfen und wenn man auf Gegner also, drauf sicherlich hüpft. Sicherlich schnellere, ne? Ja, ja, also es gibt extra welche, die für Geschwindigkeit gedacht sind, und, aber... Was mich wundert bei Terraria, es gibt kaum wirklich viele Mounts, ne? Ja, es gibt so den einen oder anderen, ne? Da gibt es maximal 10 oder so, dann war es das auch schon, ne? Das stimmt, also viele gibt's nicht wirklich, ne? Das ist traurig, wenn man mal überlegt, was es an Rüstung gibt, was es an Waffen gibt und so ein Scheiß, und da gibt's ja nur maximal 10 Mounts, also das ist ziemlich traurig, keine Ahnung. Das haben wir ja, nicht so gut balanced. Also Sachen gibt's, sagen. Aber du, ich würde mal sagen, lass jetzt mal in den Dschungel Part gehen. Part ist vorbei. Ah, Part ist vorbei, dann im nächsten genau. Part. Richtig, ja. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schaut auch bei mir jetzt an und vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ciao, Leute.